Erlauben Sie mir, Sie in die faszinierende Welt von Dr. Med. Claudia Windschüttel einzuführen, einer wahren Pionierin der Medizin. Doch das ist noch nicht alles. Sie ist auch die treibende Kraft hinter einer medizinischen Revolution, die die Grenzen des Möglichen sprengt. Krebs muss nicht unbedingt ein Todesurteil sein. Es hat ja auch etwas dazu geführt, dass er diese Erkrankung bekommt. Jede Erkrankung hat eine Ursache. Und das ist natürlich nicht immer nur genetische Veranlagung, sondern oder eine andere, ich sage es jetzt mal Ausrede, sondern wir steuern ganz viele Faktoren bei in unserem Leben. Und da muss ich nachdenken über mein Leben, mein bisheriges Leben. Das gehört dazu, das ist für mich natürlich selbstverständlich. Dr. Windschüttel ist nicht nur eine hoch angesehene Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, sondern sie hat auch eine bahnbrechende Verbindung zur RGCC hergestellt. Wir brauchen einen Therapieplan, der individuell ist. Jede Krebserkrankung, jeder Mensch ist anders. Und vor allen Dingen die Erfolgsraten sind natürlich verschieden, je nach Befund. Und jetzt muss ich einen individuellen Therapieplan erstellen. Und das kann ich nicht ohne gewisse Tools. Ich brauche also Laboruntersuchungen, wo ich sehe, was macht denn die Tumorzelle? Ist die denn so? Ist sie so? Welcher Stoff wirkt? Welcher ist eher unwirksam? Und dazu brauche ich ein Labor, was mir diese Tests anbietet. Was mir natürlich dann auch in der Folge des Ganzen diesen Therapieplan ermöglicht. Und obendrauf kann ich natürlich aufgrund so einer Untersuchung auch noch viel mehr. Ich kann Therapien mehr herstellen lassen. Auch sowas ist möglich. RGCC, eine Technologie, die es ermöglicht, die individuelle genetische Signatur von Krankheiten zu entschlüsseln. Das ist ein Panel, was dort ausgetestet wird. Das ist sehr umfangreich, also gerade mit dem Labor RGCC. Wir werden dort, haben dort eine Ergebnisliste, die ist enorm. Also wir können ja ganz gezielt austesten, zum Beispiel welches Chemotherapeutikum funktioniert und welches nicht. Durch diese einzigartige Verbindung hat Dr. Windschüttel die Tür zu maßgeschneiderten Behandlungsansätzen aufgestoßen, die zuvor undenkbar schienen. Aus einer Blutuntersuchung werden dort erregerspezifisch genau auf diesen Erreger dieses Patienten wird eine Substanz hergestellt, die die Vermehrung des Erregers verhindert. Und das ist natürlich eine geniale Sache. RGCC. Entfesseln Sie die Macht der Genetik, um den Krebs zu besiegen und die Zukunft der Medizin neu zu schreiben. Wir haben ja jetzt immer nur von Naturstoffen und Chemotherapie gesprochen, aber hier gibt es ja in diesem Labor auch Therapien, die tumorspezifisch sind, ja, also die den Tumor auch beeinflussen, die den Tumor beseitigen können, die auch Infektionen beeinflussen können. Also die Dinge, die ja, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Nein, das wusste ist ja ich jetzt auch nicht. Das, was wir in der Arbeit ja auch haben. Also es geht ja nicht immer nur um Krebs. Das ist ja kein Labor, was ausschließlich Krebspatienten betreut.